Wir haben im Herbst eine Research Academy begleitet und haben dabei auch quasi mit Research Video Methode diesen Prozess begleitet und wollen gerne davon ein bisschen berichten. Und das wird eine Mischung werden aus Vortrag und Screening, da wir eben mit beiden Methoden, also einmal mit Aufzeichnung, also auch so eine Art Tagebuch gearbeitet haben und andererseits aber eben auch Videoaufnahmen gemacht haben. Also was ist überhaupt diese Research Academy, für die, die das nicht wissen? Das war in unserem Fall ein Modul, aber die Research Academy als solches gibt es seit 2016 war die erste. Das ist ein Format, das vom IPF, also Institute of Performing Arts, von Gunter Lösel organisiert wird und ist eine Art Werkstatt, in der Forschende, also künstlerisch forschende Personen zusammenkommen aus der ganzen Welt oder zumindest aus ganz Europa, um sich auszuprobieren in ihren verschiedenen Prozessen und Methoden, sich auszutauschen mit ihren Ideen oder auch ihren Arbeiten, ihren Forschungen auszuprobieren und auszutauschen. Genau, und im Oktober 2018 fand das zum dritten Mal statt und dieses Mal unter dem Titel, nämlich ging es nun etwas mehr um Video auch, dass man Video wirklich als Tool verwendet. Und so hieß die 2018er Perform, Record, Enrich und Share. In diesem Sinne wollten wir ausprobieren, was es heißt, solche künstlerischen Forschenden zusammenzubringen mit Videoleuten. In diesem Fall wären die Videoleute Studierenden bei Cast Audiovisual Media. Es wurde im Panel ja auch gesagt, die Idealsituation wäre, wenn jeder Forschende ein Videomenschen oder ein Cast-Studenten zur Seite hatte. Wir haben das entsprechend ausprobiert und auch viele Herausforderungen beobachten können. Und darüber wollen wir berichten. Vorab ein kurzes Video, ein Trailer, um einfach ein bisschen einen Einblick zu kriegen, wie diese Research Academy in etwa ausgeschaut hat. Eindrücke. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmals, die Voraussetzung der diesjährigen Research Academy waren 10 Studierenden von Cast Audiovisual Media treffen auf 10 künstlerische Forschende aus Bereichen wie Theater, Tanz, aber auch weiteren Bereichen. Es ging darum, zu schauen, wie der künstlerisch forschende Prozess unterstützt werden kann mit Video und hier Video als einerseits Form zur Analyse, zur Beobachtung oder aber auch als Form zur Unterstützung als Medium zur Unterstützung der Kunst an sich oder des künstlerischen Produktes. Was dabei herausgekommen ist, erzählt jetzt Christian mehr detailliert, weil er eher im Stillen das Ganze beobachtet hat, während ich hauptsächlich involviert war in der Planung und Durchführung dieser insgesamt 5 Tage
in denen die Studierenden zusammengebracht wurden mit den künstlerisch Forschenden. Ja. Vielleicht noch vorneweg ganz kurz zur quasi zu unserer Methode, wie wir da vorgegangen sind. Also das war im Prinzip so eine Art teilnehmender Beobachtung, die wir gemacht haben, aber die ganz offen und ganz unstrukturiert erfolgt ist. Das heißt, wir sind einfach wirklich mitgegangen, haben beobachtet, Auffälligkeiten notiert oder auch versucht, einfach das Setting zu notieren, zu beschreiben, wie bilden sich die Gruppen, wo arbeiten die zusammen. Es war zum Beispiel sehr auffällig, dass sie sehr oft auf dem Boden sitzend gearbeitet haben, ohne dass ich jetzt wüsste, ob das relevant war oder nicht. Aber eben, und wir haben das sowohl einmal als Video aufgezeichnet, da werden wir gleich ja noch ein paar Eindrücke dann zeigen und in Textform und das dann zusammen versucht, ein bisschen zu systematisieren, dass die Beobachtungen, die wir gemacht haben und ja, da so eine Art Struktur vielleicht ganz anfänglich zumindest reinzubringen. Und man kann auch sagen, indem wir Menschen gefilmt haben, die andere Menschen gefilmt haben, haben wir also so eine Art Video Research zweiter Ordnung gemacht. Und sind, so würde ich das zum jetzigen Zeitpunkt sagen, uns sind vier verschiedene Aspekte aufgefallen, die in der einen oder anderen Art und Weise immer wieder aufgetaucht sind und immer wieder beobachtbar waren. Und im Prinzip ergeben sich alle diese Aspekte, die haben immer irgendwie mit der Interdisziplinarität dieses Ansatzes, dieser Zusammenarbeit zu tun und ganz oft auch mit der zeitintensiven Kommunikation, die unter den Projektpartnern nötig ist, einfach um sich gegenseitig zu verstehen, um den fachlichen Hintergrund zu verstehen, überhaupt die Arbeitsdenkweise des jeweils anderen mal zu verstehen. Und in Bezug auf den Titel von unserem Vortrag, Grenzen und Möglichkeiten, kann man eigentlich ganz dialektisch sagen, dass es immer beides, also bei jedem dieser Aspekte immer beides drin vertreten ist oder beides drinsteckt. Also es ist nicht so, dass einige Aspekte jetzt die Grenzen beschreiben würden und die anderen die Möglichkeiten, sondern eigentlich ist immer beides in beiden enthalten. Ich glaube, das wird dann aber auch noch deutlicher. Der erste Punkt, der erste Aspekt betrifft einfach generell die Interdisziplinarität oder die Rollenverteilung in diesem interdisziplinären Setting. Und Videonutzung in der künstlerischen Forschung ist natürlich notwendig, erstmal eine interdisziplinäre Angelegenheit, weil hier ganz unterschiedliche Arbeitsweisen einmal aufeinandertreffen, aber auch ganz unterschiedliches ästhetisches Denken, was die künstlerische Arbeit generell betrifft, aufeinander kommen. Und damit Erfahrung zu sammeln, das war natürlich auch ein ganz bewusstes Anliegen dieser Research Academy, einfach mal zu schauen, wie funktioniert das oder funktioniert es auch nicht. Und insofern war von vornherein auch, glaube ich, durchaus bei allen Beteiligten die Erwartung oder die Möglichkeit im Hinterkopf, dass es da auch zu gewissen Schwierigkeiten kommen könnte und dass das nicht immer einfach sein würde. Und man kann, glaube ich, so sagen, es waren ja insgesamt 4 Tage, an denen intensiv zusammengearbeitet wurde und die ersten 1,5 Tage davon, würde ich sagen, waren eigentlich wirklich, da ging es eigentlich fortlaufend um die Rollenklärung in den Teams und dazu haben wir einige Stimmen zusammengestellt. Also die Herausforderung war sicher, dass wir zu dem künstlerischen Denken zuerst nicht verstanden haben. Also wir denken halt immer an ein Endprodukt und dass es gut aussieht und so. Und sie denkt eigentlich mehr an den Prozess und wie es wirkt, ohne dass es vielleicht schön aussieht. Einfach, was es überbringt, so gefühlsmäßig. Und halt auch das Experimentieren, das hat für mich jetzt am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es echt ums Experiment geht auch. Aber jetzt macht es mir mega Spaß, dass man mal so etwas ausprobieren könnte. Also wir haben das nicht so, es war klar, das ist die Situation, also der Ausgangspunkt, das soll so sein. Es war klar, dass da wahrscheinlich irgendeine Lücke gibt zwischen dem Horizont oder dem Beschäftigungsraum der Künstler, die sich angemeldet hatten und den Schülern, die halt noch auf einer anderen Ebene wahrscheinlich denken oder fühlen und auch produktionsorientiert, aber das kam erst später. Also davor wusste ich nicht genau, was ihr Arbeitsparadigma ist oder ihre Arbeitsethik oder Ideologie oder so. Aber es war schon klar, dass da irgendwas zu überbrücken sein sollte. Aber
ich glaube, uns war nicht so deutlich, wie sich das genau entfalten würde. Man verheddert sich, weil man ist ja in diesem kreativen, offenen Prozess, der total vulnerable ist, also verletzlich eigentlich, in einer gewissen Art. Ja, positiv ist positiv. Und dann direkt darüber zu sprechen, mit Worten es festzulegen, an was man dran ist, ist Contradiction. Gut zu sehen am ersten, oder interessant zu sehen am ersten Tag, als die beiden Gruppen aufeinander trafen, dass es dann auch noch so einen Vokabularunterschied gab. Oder es war deutlich, oh, sie denken in Termen von Produktion, die Studenten, und die Künstler denken in Termen von Forschung, aber so ein bisschen so ins Blaue hinein, ein bisschen. Also einfach Experiment, out of the box. Und die Schüler hatten so sowas von, was wollt ihr von uns, könnte konkret sein. Also eben diese ganz mehr, also, ja, ich weiß nicht, abstrakt konkret ist vielleicht zu generalisieren, aber die Teilnehmer der Research Academy waren wirklich mehr so im Experimentierdrang und die Schüler wollten wirklich wissen, was wollt ihr von uns und mehr konkrete Sachen. I think we hadn't, it would have been difficult to anticipate exactly what would happen, but we have a group of 11 professional artists who come from all over Europe, and they came with the desire to deepen their own research into documenting and annotating and analyzing performance-making processes. And they knew that the cast group would be part of that project, but it took a little while to establish, I'd say, the working relationships. And I think some of those have been easier, and some have been not as easy. But I think overall, the sense of the difference between how cast people might work and the way the artists are working has been a productive, even when there's been friction, I think it's been productive. People have been very generous and open. But I think those were some of the things we couldn't anticipate exactly. Genau, also ich denke, man kann das ganz gut raushören, dass unterm Strich das Fazit durchaus positiv war und der Prozess auch als gelungen bewertet wurde. Was jetzt so aus der Rückschau oder aus der distanzierten Draufsicht noch ein Punkt wäre, ist, dass es zwei Aspekte gab, die eben auch mit zusammengebracht werden mussten. Und zwar einerseits die, auf der einen Seite sind das so die technisch-ästhetischen Möglichkeiten, die durch das Video mit eingebracht werden oder durch die Möglichkeit, mit Video zu arbeiten. Und auf der anderen Seite die teilweise sehr ambitionierten künstlerischen Ideen, die von der künstlerischen Seite eingebracht wurden. Und da war es jetzt einfach durch äußere Umstände nicht möglich, da von vornherein gemeinsam dran zu arbeiten, sondern dadurch, dass die Künstler sich für diese Research Academy zum Beispiel bewerben mussten oder laufende Projekte mitgebracht haben, waren also diese künstlerischen Ideen da. Und es musste dann im Nachhinein geschaut werden, so wie kann das jetzt mit den Möglichkeiten von Video zusammengebracht werden. Und da würde ich oder würden wir sagen, dass es der Idealfall wäre, wenn man diese Interdisziplinarität wirklich von Anfang bis Ende machen kann. Also das heißt, dass auch die Ideenentwicklung schon gemeinsam stattfinden kann. Weil dadurch auch nochmal zusätzliche Aspekte, was die Möglichkeiten von Video überhaupt angeht, mit hätten einfließen können. Genau, dann der nächste Punkt, das wären die Forschungsfragen und Klärung der Ziele. Das war eine Frage, die eigentlich laufend uns alle beschäftigt hat und über die ganz viel diskutiert wurde und immer wieder als Frage auftauchte, zumindest bei den Beteiligten von der Cast-Seite her, was ist eigentlich genau künstlerische Forschung? Und auch dazu haben wir einige Statements. Ja, künstlerische Forschung ist quasi wir versuchen halt von der Kunst, die vielleicht schon da ist, etwas daraus zu machen, aufbauen, erweitern, neue Sachen zu entdecken. Aber wie einige schon gesagt haben, es ist alles schon vorhanden, wir müssen es nur noch finden, erwirklichen. Und ich glaube wirklich, dass es so ist, man muss einfach aus seinem Schema kommen, quasi, und versuchen einfach loszulassen. Und dann mit der Kreativität zusammen etwas Neues, komplett herauszufinden. Das heisst, probieren. Es heisst nicht unbedingt, dass es dann auch klappt. Es kann auch sein, dass es dann eben nicht klappt. Aber das ist genau der Punkt von der Forschung. Man muss einfach probieren, sehen, kann es etwas werden, kann man es brauchen, was das bringt. Und dann einfach darauf arbeiten, entwickeln und aufbauen. Wenn ich diese Woche zusammenfasse, würde ich sagen,
ausprobieren, fehlen, nochmal fehlen und dann am Schluss besser fehlen. I think for me, it's just practice-based research, which I'm sure everyone said earlier, but it's research that's really grounded in a practice that you ideally execute like day in and day out. So it's not only research where you look up things online or in books or whatever, but it's something that you actually try to implement in an artistic and, in my opinion, almost in a more interpretive way, if that makes sense. It doesn't have to be like fact or fiction. Es ist sehr schwierig, künstlerische Forschung zusammenzufassen in einem Sinn, in einem Satz. Dass irgendeine Form von Wissen beteiligt sich im Kreationsprozess oder eine Form von Wissen wollen, außerhalb des rein Ausführenden. Man kann natürlich auch sagen, künstlerische Ausführung ist immer eine Form von Wissen, aber manchmal auch sehr implizit. So in künstlerische Forschung, was implizit anwesend ist als Wissen oder vielleicht will man das gar nicht Wissen nennen, wird explizit gemacht oder man probiert es nach Ausdruck zu geben an Wissen. Und das ist für mich das Extra in künstlerische Forschung. Und man sucht neue Erkenntnisse durch die Kunst, nicht nur für die Kunst, sondern auch Erkenntnis aus der Kunst. It's an interesting question and a challenging question to be asked to think about artistic research or a description of artistic research. It's a complex phenomenon, which is, you could say, relatively new. It's arrived in the UK earlier than other places, Scandinavia, so throughout Europe there are different institutional approaches to it. But fundamentally for me it's, and I think for many of my colleagues, it's been an opportunity for those of us who are coming from practice to begin exploring the relationship between what we do as a discipline and the implications for knowledge emerging from that discipline to come into a relationship with other disciplines and the kinds of knowledges that emerge there. And that continues to be probably the most exciting dimension of artistic research for me, is the possibility to be in dialogue with other forms of knowledge, other disciplines, other fields. And it means, it's a moving playing field though. It's constantly changing, constantly evolving, so it's a challenge. But I think it's one that the field will benefit from in the end. Ja, ich glaube, das ist ganz gut deutlich geworden. Es sind extrem viele unterschiedliche Begriffe, ausprobieren, praxisbezogen, Fehler machen, Dialog, explizites Wissen aus der Kunst extrahieren, all solche Aspekte, die da drin stecken und die zeigen, dass es einfach ein sehr breit gefächertes Verständnis ist oder man könnte auch sagen uneinheitlich. Und wurde ja auch gesagt, das kann durchaus produktiv sein, das kann durchaus interessant sein. Und ich denke, die Woche hat auch gezeigt, dass es durchaus gut funktionieren kann, so ein Learning oder Understanding by Working Together, dass das da eigentlich ganz gut funktioniert. Also dass es vielleicht gar nicht unbedingt sich so gut verbal erklären lassen muss, sondern dass man es das einfach erfahren kann, indem man es dann über eine Zeit lang einfach praktiziert. Es braucht aber sehr viel Zeit. Und grundsätzlich denke ich, ist es natürlich hilfreich für Außenstehende oder gerade auch in dieser disziplinären Zusammenarbeit, wenn man das durchaus auch auf den Punkt bringen kann, was das macht. Und während das sozusagen die Herausforderung für uns von CAST war, also zu verstehen, was künstlerische Forschung eigentlich genau ist und was sie will, ist es auf Seiten der künstlerisch Forschenden dann wiederum wichtig, das Video als ästhetisches Medium auch zu verstehen und seine Funktionsweise und seine Technologie wirklich zu kennen. Das wurde ja vorhin auch schon auf dem Podium angesprochen, wie leicht oder wie schnell das möglich ist. Hat sich eben auch da in der Zusammenarbeit als eine Herausforderung oder als einen Aspekt gezeigt, mit dem man sich beschäftigen muss, wenn man es eben auch als Forschungsinstrument oder sogar als Forschungsmethodologie verwenden möchte. Jetzt ist klar, Videos geben eben auch kein neutrales Abbild von der Welt, auch wenn man vielleicht erstmal den Eindruck haben kann, auch sie verknappen, verkürzen, verzerren das und das muss natürlich auch reflektiert werden in dieser forscherischen Arbeit. Und das hat sich dann auch gezeigt, je nach Forschungszweck und nach Forschungsfrage eignen sich dadurch auch unterschiedliche Formate unterschiedlich gut.
Um das mal an einem ganz einfachen Beispiel zu verdeutlichen, wir hatten im Rahmen des Workshops eine Point-of-View-Raumexploration, die wir gleich auch zeigen, realisiert. Und da war zuerst die Idee, mit einer 360-Grad-Kamera zu arbeiten. Und das wurde dann ausprobiert und am Schluss erwies es sich aber als wesentlich zielführender und geeigneter, einfach mit einer GoPro zu arbeiten, die wirklich nur eine bestimmte Perspektive in den Blick nimmt. Und genau dazu haben wir auch noch mal ein kurzes Video. Noch kurz vorab zur Erklärung, es war so, dass die Versuchspersonen einen Kopfhörer aufhatten und Anweisungen erhalten haben, die man gleich auch in dem Video hört. Und dann, man sieht eben dann, wie sie diese Anweisungen umgesetzt haben. Right now, you are going to explore this space for yourself. I will try to help you doing so. Try to remember, this is your space. You can move however you want in it. You can react however you like to it. You can think about whatever pops up in your mind. Open your senses to the space. Move conscious in it and notice what stories and emotions unfold. Let's start the exploration. What catches your eye? Also das vielleicht so als kurzer Eindruck, wie das angelegt gewesen ist. Und wir denken eben, hier gilt es dann auch auf längere Sicht eine Art Katalog oder auch eine Kritik zu entwickeln, welche unterschiedlichen Methoden das Video bereitstellt und welche Fragestellungen und Herangehensweisen da eben funktionieren. Dann haben wir noch den letzten Aspekt, den wie hier eben als Experimentierfreude beschrieben haben, Experimentierfreude als Methode. Ich denke, das kam auch schon immer wieder jetzt in den Statements vor, deswegen haben wir dazu auch keinen eigenen Clip gemacht. Es wurde von den Künstlern wiederholt geäußert, dass Video einen zu einem gewissen Pragmatismus zwingt. Also es zwingt einen dazu, Entscheidungen zu treffen, es zwingt einen zu einer gewissen Resultatorientierung. Und das ist ja heute auch schon mehrfach gesagt worden oder mehrfach angeklungen, Video eignet sich dafür, schnell auf den Punkt zu kommen und Dinge sehr schnell und kompakt zu übermitteln. Und eben bei den Künstlern kam dann diese Beobachtung auf oder die Erfahrung auf, dass man sich eben immer sehr genau überlegen muss, was will ich eigentlich machen. Man muss ein genaues Setting kreieren und dann muss man es machen. Und danach hat man dann die Möglichkeit, wieder in die Reflexion zu gehen, das zu beurteilen und dann neue Entscheidungen zu treffen und es nochmal zu machen. Aber man hat immer wieder etwas Fertiges, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Und ich finde das insofern, fand ich das noch interessant, für mich war das Verständnis oder der Fokus der Research Academy vor allem auf diesem Annotationstool auch, was, soweit ich das verstanden habe, eben vor allem einen interpretativen, qualitativen Zugang zu Videomaterial ermöglichen soll und so einen Forschungsansatz eigentlich begünstigt, wo das Videomaterial als Datenmaterial angesehen wird und analysiert wird. Und diese Resultatorientierung, denke ich, kann aber auf der anderen Seite auch dazu führen, dass man oder so ein Fenster öffnen zu experimentelleren Ansätzen. Also wir hatten auch weiter oben immer wieder dieses Wort ausprobieren, eben failen und besser failen, das auch in genau diese Richtung weist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Perspektive sein könnte, dass man da noch so eine experimentelle Forschungsidee weiterverfolgen kann im Zusammenhang. Ja, dann kommen wir zur Zusammenfassung. Ich denke, zusammenfassend kann man sagen, dass es sicher ein guter Ansatz war, einfach mal loszulegen, einfach mal auszuprobieren, wie Video eben im Rahmen der künstlerischen Forschung eingesetzt werden kann. Und wenn man unsere Beobachtungen versucht, so auf einen Nenner zu bringen, dann geht es eigentlich, glaube ich, darum, momentan beim jetzigen Stand der Dinge, geht es darum, spezifischer und präziser zu werden mit allen Begriffen oder mit all diesen Aspekten, über die wir gesprochen haben. Also das heißt, zum einen in der Kommunikation präziser zu werden, um das Potenzial, was in so einer interdisziplinären Arbeit steckt, auch besser ausschöpfen zu können. Präziser zu werden im Wissen um die technischen und ästhetischen Möglichkeiten von Video und Videodreh
also wie man das wirklich als Forschungsinstrument einsetzen kann. Dann aber auch präziser zu werden in der Entwicklung von Forschungsfragen und vielleicht sogar Forschungsdesigns und auch einer bestimmten Terminologie. Und dann auch schließlich noch konkreter zu werden in der Weiterentwicklung von methodischen Ansätzen in der künstlerischen Forschung. Ja, also ich denke, da gibt es einige interessante Sachen, die man für die Zukunft weiter verfolgen kann. Und wir haben jetzt noch zum Abschluss ein Resultat, was aus dieser Research Academy hervorgegangen ist. Einfach, ja, es ist wie eine kleine Videostudie, wo wir gedacht haben, die bringt nochmal in 3 Minuten ganz gut auf den Punkt, was da gemacht wurde. Kann man vielleicht auch noch vorab sagen, dass da war eine Zusammenarbeit zwischen einer Studentin und einer künstlerisch Forschenden, die vor allem Musik macht, und sie hat eine Behinderung, was ihre Musik machen kann, indem sie ihre eine Hand nicht wirklich einsetzen kann. Und das ist Teil ihrer Frage. Sie setzt sich sehr stark damit auseinander, wie das ihre Musik auch beeinflusst. Und dieses Video versucht einerseits eine Art beobachtendes Video, aber gleichzeitig auch ein künstlerisches Werk in Form eines Musikvideos zu sein.